Guten Morgen, ihr seid hier beim Baumentor-Kanal, mein Name ist Jens und ich hatte ja schon mal ein Video gemacht über den Charger und heute wollen wir ein Video über einen in meinen Augen noch viel wichtigeren Pilz machen und dazu kommen wir aber gleich. Ich zeige euch mal kurz, in den letzten Tagen bin ich nochmal hier in Brandenburg unterwegs gewesen und habe mir nochmal ein paar Charger geholt, weil in dem Video hieß es ja auch so, dass einige gesagt haben, ja, ist ein bisschen trocken, man kann damit ja nicht so viel anfangen. Also, das ist jetzt meine Ausbeute, das sind fast 10 Kilo. Ne? Und so sehen die dann aus, wenn die halt geerntet werden. Ich zeige das mal hier in der Kamera. Ich habe hier fantastische Exemplare gefunden und die, das ist wirklich jedes Mal, wenn man so ein Ding entdeckt, also das ist die Abbruchstelle, dieses marmorierte und ja, ziemlich schwer auch und so. Und ja, was macht man dann damit? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Erstmal muss man ihn klein kriegen, weil so ist er halt schwer zu verarbeiten. Also ich habe hier zum Beispiel den ein bisschen zu Pulver vermahlen. Das sieht dann so ein bisschen aus wie braunes Holzmehl. Ne? Kann man hier sehen. Das trocknet jetzt ein bisschen, weil wenn ich das so lager und es fängt an zu schimmeln, ist auch nicht gut. Ja, die Frage ist natürlich, wie kann man es klein kriegen? Eine einfache Methode ist, dass ich mir so eine Küchenreibe nehme, ja, und dann halt einfach den Pilz nehme und ich hatte hier ein Stück, wenn ich erstmal eine geriebene Stelle habe, hier nehmen wir mal den kleinen, ne, dann nehme ich das besonders feine, reibe jetzt einfach mal ein bisschen Kohlestücken ist ja nicht, aber dieser Rand, der krustige Rand, der geht natürlich so ab, aber hier nachher das ganze braune Zeug, das wird sehr fein gemahlen und wenn ich das auf die Art und Weise mache, dann kriege ich natürlich schnell ja, so ein Pulver, wie ich es da vorne habe, sogar noch viel feiner und das kann ich dann jeden Morgen trinken und ich habe hier mein Charger-Kaffee, ich weiß nicht, ob man das jetzt gerade sehen kann, er ist sehr dunkel, er ist wirklich wie ein Kaffee und ja, und das trinke ich jetzt jeden Morgen und gerade frisch aufgebrüht, mal gucken. Ja, er schmeckt so ein bisschen vanillig, würde ich nicht sagen, leicht süßlich, aber eine wirklich dezente Süße. Ich sage mal so ein bisschen wie schwarzer, milder Tee. So schmeckt das, ne? Und wie gesagt, reichlich Oxidantien drin. Und wenn ihr euren Charger nehmt und hier entsprechend zwei Löffel abruppelt, dann kann man damit auf jeden Fall morgens was machen. Ihr nehmt dann diese zwei Teelöffel, haut die in Wasser, was für eine Tasse geeignet ist, also von der Menge. Und dann lasst ihr das 10 Minuten lang kochen. Das reicht völlig aus. Wenn Pulverform ist, dann kommt überall was ran und dann habt ihr genug Ergiebigkeit. Und ja, dann, wie gesagt, jeden Morgen eine Tasse würde ich empfehlen. Zu viel davon trinken. Das heißt zwar, man kann den nicht überdosieren, aber ich glaube, der eine oder andere Durchfall ist durchaus möglich, wenn man sich da den ganzen Tag mit eindeckt und literweise von dem Zeug trinkt. Ja, es wäre auch sehr merkwürdig. Es ist ja ein Heiltee oder ein Heilpilz und wenn er heilt, dann wirkt er auch. Und natürlich, die Dosis macht das Gift. Und ja, wenn ich kein Salz habe, dann habe ich auch Mangelerscheinung. Habe ich aber zu viel Salz, kann ich dran sterben. Und ähnliches hiermit. Also ich empfehle eine Tasse am Tag, reicht völlig aus. Und insofern ist das, was ich jetzt hier gerade gesammelt habe, mein Jahresvorrat. Und wenn ich jetzt irgendwo einen Charger noch am Baum sehe, dann lasse ich ihn. Ich merke mir die Stelle, weil die Dinger sind ja auch ein paar Jahre alt. Das ist ja nicht so, dass die hier in einem Sommer wachsen, sondern das sind bestimmt 5, 6 Jahre, werden da sicherlich schon drin stecken in einigen, vielleicht sogar mehr. Und ja, entsprechend muss man auch ein bisschen mit Ressourcen umgehen. Also ich habe mehrere Stellen noch gefunden, wo ich weiß, da ist ein Charger und ich merke mir das immer wie so ein Eichhörnchen, was dann halt so Nüsse vergräbt und dann kommt man eben nächsten Winter hin, wieder hin und holt sich die dann. Wichtig ist dabei zu sagen, im Winter scheint die richtige Jahreszeit zu sein, um die Dinger zu ernten. Ihr könnt nicht im Sommer dahin gehen, weil dann sind die Wirkstoffe offensichtlich nicht so gut. Muss ich jetzt mal so hinnehmen. Ich habe es jetzt nicht labortechnisch ausgewertet, aber Wintervorrat anlegen für das ganze Jahr, zubereiten, zu Pulver vermahlen, trocknen lassen, damit es nicht schimmelt, ab in Kaffeedose und dann jeden Tag hier seinen Tee trinken, das hält auf jeden Fall fit. Aber jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema von heute. Und zwar habe ich nicht schlecht gestaunt,
als ich meine ersten Experimente mit der Schmetterlingstramete gemacht habe. Schmetterlingstramete, im Englischen heißen die auch Turkey Tails oder Tails. Und was damit gemeint ist, ist halt, dass vom Truthahn oder Puter der Schwanz von der wildfarbenen Form wirklich identisch aussieht. Und da muss ich auch sagen, der Name trifft diese Beschreibung für den Pilz viel eher als Schmetterlingstramete, weil ich überlege, ich kenne ja auch noch auf dem Schmetterlinge, aber ich überlege die ganze Zeit, welcher Schmetterling bitteschön soll da jetzt als Vorbild gedient haben. Ne? Und kurze Story, ich habe mich mit der Schmetterlingstramete beschäftigt und habe da auch entsprechend Empfehlungen gelesen, ja, ein Heilpilz, total gut, gegen alles Mögliche und so. Dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe mir Schmetterlingstrameten besorgt. Und da ich nicht gleich mit der Idealform fündig geworden bin, habe ich relativ blasse Exemplare geerntet. Und da ist Folgendes passiert. Ich habe mir die Dinger genommen, habe sie getrocknet und habe die dann zu Tee verarbeitet. Der Tee war nicht besonders gelblich. Also das heißt, da war nicht viel drin. Hatte aber schon ein bisschen pilzigen Geschmack. Aber ich hatte eine Grippe, die war im Anflug und hatte den Tee dazu genommen. Und nach der Theorie, es hilft ja, wenn man Schmetterlingstramete nimmt, weil das ist ja antiviral, antibakteriell und so weiter und so weiter, habe ich den dann getrunken und es hatte nichts geholfen. Und ich hatte sogar das Gefühl, dass es zu Schüttelfrost und sowas kam, wobei das ja auch mit der Grippe zusammenhängen könnte. Egal. Da habe ich gesagt, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Habe ich den falschen Pilz gesammelt und so. Und da habe ich mich erstmal mit beschäftigt und habe festgestellt, okay, es gibt auch noch Pilze, die sehen der Schmetterlingstramete ähnlich, auch vom Habitus und alles. Nur eben die Färbung ist halt das Einzige, was sie wirklich deutlich unterscheidet. Für uns Laien, natürlich unter Mikroskop und so weiter, kann man mehr Unterschiede ausmachen. Und dann hieß es aber, dass diese auch dieselben Wirkstoffe haben, nur nicht in so einer hohen Konzentration. Und da wurde mir klar, okay. Also habe ich mich auf der Suche gemacht nach der richtigen Schmetterlingstramete. Also das heißt die richtige Färbung, die zeige ich gleich, erzähle ich gleich was dazu. Und hatte dann, weil Frau und Kinder auch wieder schnupfen und husten und hin und her, und ich komme wieder von der Baustelle und merke, jetzt geht es doch schon wieder los. Es kann doch nicht sein, dass ich innerhalb von einem Monat hier zweimal diese Scheiße kriege. So, habe mir dann aber die richtige Schmetterlingstramete genommen, habe die mir zu Tee verarbeitet und es war wie ein Wunder für mich, weil, wie gesagt, wenn ihr erstmal so eine Grippe im Anflug habt, dann könnt ihr ja losgehen und ihr diese üblichen Mittel holen und ihr wisst, die funktionieren nicht. Ja, und aber auf einmal merke ich, wie dieser ganze übliche Werdegang, Halsschmerzen, Kopfschmerzen und die Steigerung von immer mehr, auf einmal gestoppt wurde. Und nächsten Tag mit dem zweiten Tee, den ich dann genommen habe, ging das noch ein Stück runter. Es war nicht sofort weg, aber es ging noch ein Stück runter. Und so konnte ich innerhalb von 3 Tagen quasi diese angehende Grippe, das war gefühlsmäßig dasselbe, was ich gerade 2 Wochen, 3 Wochen vorher schon mal hatte, stoppen. Und ja, und das fand ich sehr beeindruckend. Und dann habe ich mich mal intensiver mit der ganzen Geschichte auseinandergesetzt und bin zu dem Schluss gekommen, es waren wahrscheinlich nicht die falschen Schmetterlingstrameten, die ich geerntet habe. Nur waren sie in dem falschen Reifestadium. Und das muss man sich so vergleichen. Äpfel ernte ich ja auch nicht, wenn sie grün sind. Dann schmecken sie einfach kacke. Ne? Und da kriegst du sogar noch Bauchschmerzen von. Und zu spät ernte ich sie auch nicht, weil dann sind es halt Schrumpfeläppel, die am Baum schon verpilzt sind und so. Sondern nur wenn ich in der richtigen Reifephase das Produkt ernte, kann ich auch das, womit das Produkt quasi beschrieben wird und das, warum ich es eigentlich haben will, auch haben. Also ist es wichtig, den richtigen Reifegrad zu kriegen. So, jetzt kommen wir mal zur Schmetterlingstramete. Die Schmetterlingstramete ist in meinen Augen ein extrem besonderer Pilz. Den gibt es in der nördlichen Hemisphäre weltweit. Und die Japaner haben und die Chinesen haben in den 50er Jahren haben sie quasi diesen Pilz untersucht, wahrscheinlich unter dem Motto, wir haben schon so viele Heilpilze, gucken wir mal, welcher noch geht. Ne? Und irgendwie sind die drauf gekommen. Ich glaube nicht, also dafür spricht eigentlich nichts, dass dieser Pilz schon traditionell ist. Das heißt, dass er im Mittelalter und davor schon verwendet wurde. Weil dazu gibt es zu wenig Informationen, wie sie zum Beispiel beim Birkenporling oder beim Chaga auftauchen.
Die gibt es bei der Schmetterlingsfabrik denn nicht. Also gehe ich mal davon aus, dass er in den 50er Jahren so richtig erstmal entdeckt wurde. Und da haben die Japaner und die Chinesen haben herausgefunden, dass er tatsächlich Tumorwachstum hemmen kann und sogar Tumor schrumpfen lassen kann. Und man hat auch Stoffe isoliert, die dies bewirken. Sehr interessant. So, wie bei allen Heilpilzen wird der Schmetterlingstramete oder hier den Chaga oder hier haben wir auch den Birkenpauling, da sage ich auch noch mal was zu, da machen wir noch mal ein eigenes Video. Dem wird ja nachgesagt, dass er quasi vitalisierend ist, dass er das Immunsystem stärkt und so weiter, dass er gegen Krebs, alle möglichen Arten von Krebs funktioniert. Und man hat in Versuchen und Untersuchungen schon tatsächlich festgestellt, okay, da gibt es einen Zusammenhang, er hilft gegen Krebs. Und ja, das ist schon mal sehr spannend. Ich glaube, dass, weil wenn man jetzt mal so die Heilpilze durchguckt, dann ist es so, dass die alle fast dieselben Beschreibungen haben. Ja, helfen gegen Krebs. Und die Erklärung ist sicherlich eine ganz andere. Und zwar, eigentlich entgiften sie. Und diese Entgiftung, also die geht so weit, dass sie Radioaktivität aus dem Organismus rausleiten können. Sie können Schwermetalle aus dem Körper rausleiten. Und man weiß ja mittlerweile, dass gerade viele Krebsgeschichten durch zu viel Giftstoffe im Körper ausgelöst werden. Und wenn ein Pilz in der Lage ist, diese Giftstoffe auszuleiten, dann reduziert er natürlich auch die Krebsempfänglichkeit und der Krebs kann sich unter Umständen auch zurückbilden. Das ist so meine Erklärung zu dem ganzen Phänomen. Der Pilz hat auch, es ist wie so ein modernes Powerfood, hat extrem hohe Mineralwerte, Vitaminwerte und bei den Vitaminwerten kommt etwas Besonderes, das wissen viele gar nicht, die diese Schmetterlingstramete ernten als Heilpilz. Wenn ihr die Schmetterlingstramete nehmt, und da braucht ihr natürlich das passende Wetter dazu, und ihr dreht die, hier ist es schon leicht gelblich, weil der ja schon ein bisschen angetrocknet ist, aber gewöhnlich ist der, das können wir hier an diesem sehen, ist der weiß auf der Unterseite. Wenn ihr diese Unterseite, ihr pflückt den Pilz und legt diese Unterseite in die Sonne, dann bildet sich extrem viel, also verstärkt er den Vitamin D2-Anteil. Ja? Also Vitamin D2 produzieren wir normalerweise selber, wenn wir in die Sonne kommen. Aber wenn wir jetzt in den Wintermonaten zu wenig Sonne haben, dann können wir das nicht produzieren. Wir können es nur mit der Nahrung aufnehmen. Die Leute, die alles essen, kriegen Vitamin D3. Das ist fast die gleiche Form aus tierischen Nährstoffen heraus. Aber die Veganer und Vegetarier haben ja da ein bisschen so ein anderes Problem. Also gerade die Veganer, und die brauchen dann Vitamin D2. Das ist nicht ganz so lange stabil, aber wenn man das regelmäßig nimmt, dann hat es dieselbe Wirkung wie Vitamin D3. Und es hilft halt beim Knochenaufbau und so. Und ich kenne viele Leute, die haben eine Vitamin D-Kur gemacht, als sie schlapp waren, als sie müde waren. Und das hat sie extrem aufgebaut und sie betrachteten das schon fast wie ein Wundermittel. Ja? Und wie gesagt, dieser Pilz ist in der Lage, dieses Wundermittel durch eine Spezialbehandlung anzureichern, indem er einfach diese Seite in die Sonne legt. Offensichtlich baut er dann einen Sonnenschutz auf, den wir, wenn wir den Pilz dann verarbeiten, zu uns nehmen können. Ja. Dieser Pilz erzeugt Weißfäule, ist aber jetzt kein Feind des Baumpflegers, sage ich jetzt mal so, weil er kommt erst, wenn das alles zu spät ist. Er geht nur auf totes Holz. Ja? Und also das heißt, wenn ihr sowas am Baum seht, dann ist schon lange alles Mögliche passiert. Und dann habt ihr, müsst ihr aufpassen, dieser Baum, je häufiger dann das ganze Vorkommen ist von dem Pilz, der hat dann halt entsprechend Weißfäule und die Stabilität ist halt dann nicht mehr gegeben. So, zu der Verarbeitung. Als ich meinen ersten die erste Tramete, Schmetterlingstramete genommen hatte, hatte ich die noch mühselig mit einem Messer geschnitten, bis ich dann noch eine bessere Methode gefunden habe. Ihr nehmt einfach eine Schere und ich zeige euch jetzt mal, wie ihr eine Tagesdosis von dem Ganzen nimmt. Also hier, das ist noch ein frischer, der wurde gestern geerntet. Ja. Wenn ihr an den Baum geht, dann zieht ihr einfach diese Geschichten hier ab und dann
Also der lässt sich ganz leicht lösen und dann habt ihr ein Stück Rinde mit bei. Diese Rinde schneidet ihr dann einfach, ich mache ein bisschen Platz, dass ihr es sehen könnt, schneidet ihr einfach mit der Schere ab. Ja, geht hier so lang und das fühlt sich jetzt auch ein bisschen an wie Gummi. So, und tatsächlich könnt ihr hier so ein Stück nehmen, ganz normal in den Mund stecken, so wie es jetzt ist. Ja, und wenn ihr unterwegs seid und könnt es als Kaugummi nehmen. Hält extrem lange, weil es auch extrem zäh ist und ihr könnt halt könnt ihr eine lange Zeit drauf rumkauen. Sehr angenehm, also vom Geschmack her. Ne? So, okay, wir haben jetzt hier einen Pilz genommen, jetzt nehmen wir mal noch einen. So, zack. Wie gesagt, ihr schneidet einfach hier diese Holzanteile so ein bisschen raus. So, dann haben wir hier, ja, ich würde mal sagen, guck mal, hier habt ihr so einen schönen Ansatz hier. Die sind schön übereinander gewachsen, seht ihr das? Ja, die kann man dann auch untereinander gut lösen. So, und das reicht auch schon aus, wenn ihr jetzt hier... So, jetzt schneidet ihr hier diese Geschichten weg. Jetzt habt ihr den Pilz quasi schon gesäubert. Was ich jetzt noch mache, ist, ich spüle ihn noch einmal unter Wasser ab. Wobei es mir eigentlich auch egal ist. Ich spüle zum Beispiel auch Äpfel nicht ab oder so, weil ich sage, die Giftstoffe, die da dran sind, die kriege ich durch einfaches Abspülen auch nicht weg. Ja, das ist jetzt eigentlich nur so ein bisschen Alibi. Und hier so ein bisschen Fusseln. Wie gesagt, ob ich jetzt ein bisschen Moos, was da dran ist, dann, oder ein bisschen Rinde dann mitkoche, das ist eigentlich nicht schädlich. Und wenn das schädlich ist, dann habe ich ein ganz anderes Problem, weil der Pilz hat diese Stoffe auch aufgenommen und die wären dann da drin. Also ich habe hier so eine Handvoll. So, ich zeige jetzt einfach mal, wie gesagt, stellt euch vor, ich wasche den ab, zeige gleich nochmal ein Video, dass wir das nochmal kurz sehen. Und dann mache ich eigentlich Folgendes, ich schneide jetzt Streifen, weil es geht mir darum, ich will die Oberfläche, wenn ich ihn jetzt koche, will ich ihn vergrößern, damit möglichst viele Wirkstoffe dann reinkommen. Also halte ich mir hier so ein Bündel, dann mache ich mir so eine kleinen Würfel hier, ne? Zack. So, und Prinzip erkannt, ja, dann habt ihr diese kleinen Würfel von dieser Menge, reichen aus für eine komplette Tasse oder anderthalb Tassen und die kocht ihr 10 Minuten. Das heißt, ich koche die einfach nur auf, lasse sie noch mal eine Minute kochen, dann stelle ich es einfach nur hin und lasse es 10 Minuten ziehen. Das, was dann dabei rauskommt, ist halt so ein gelblicher Sud. Man kann Tee dazu sagen. Er schmeckt nicht unangenehm, er schmeckt leicht pilzig, aber nicht auf gar keinen Fall herb oder so, nicht bitter. Und wenn ihr das jeden Tag zu euch nehmt, habt ihr auf jeden Fall etwas, was normale Entzündungen im Körper zurückdrängt. So. Das Problem bei dieser Erhitzung ist, ihr kriegt da schon eine Menge Wirkstoffe raus, die für euch sehr, sehr helfen. Aber noch besser ist es, diesen Pilz zu trocknen. Also das heißt, in Vorbereitung wäre dann genauso, dass er mit der Schere den macht. Und haut ihn zum Beispiel in den Mixer, also wie ich habe den Chaga zum Beispiel im Thermomix reingehauen, dachte ich, oh Gott, das Ding geht kaputt, weil es ja, als ob du hier Brennholz da versuchst, zu Pulver zu verarbeiten. Nicht ganz, das ist ein klein wenig weicher, aber versteht, was ich meine. Das Zeug hier wird richtig hart. Noch ist es ledrig, ja, fühlt sich oben ein bisschen samtig an. Wenn da Wasser raufkommt, dann ist das so ein bisschen schmierig, aber nicht wie eine Schnecke, sondern einfach nur... ja, ihr habt nichts an der Hand dann davon, sondern das sind halt dieses Samtige, das ist auch so ein Wasserspeicher. Also sobald Wasser kommt, kann der sich vollsaugen und kann dann halt quasi gleich die Feuchtigkeit wieder aufnehmen und dann geht es weiter. Schmetterlingstramete finden wir wirklich überall und worauf ihr achten müsst, dass ihr wirklich diese Exemplare sucht, die so schön dunkel sind. Das ist alles Schmetterlingstramete, was hier dran ist, alles. Und ich habe den gestern ein bisschen gewässert und da waren alle in diesem Ton. Heute sind wieder ein paar blass, so weiß. Und ich vermute mal, das hängt mit Wachstum zusammen. Das heißt, die noch jetzt richtig loslegen hier mit Wachstum, das sind die noch nicht so die Inhaltsstoffe drin haben. Der hier hingegen ist schon reif, weil er schön schwarz, also dieses... Jetzt ist er hier so leicht gräulich oder so, aber wenn er jetzt draußen ist und ein bisschen Feuchtigkeit kriegt, dann wirkt er dunkel gestreift. Ja? Und da habt ihr ein Exemplar, wie es sein muss. Wie gesagt, sowas hier, das Gelbe hier, würde ich jetzt noch nicht ernten. Da fehlen noch die Wirkstoffe und das schadet um den Aufwand.
Und letztendlich merkt ihr auch, ob das die richtige Form ist, wenn ihr quasi einen Tee macht, der ins Gelbliche geht, also dass er nicht stark gelb ist, aber leicht gelblich, dann habt ihr eigentlich eine gute Konzentration. So, was ich sagen wollte, wenn ihr jetzt die giftausleitende Wirkung von diesem Pilz haben wollt, dann dürft ihr das nicht kochen, sondern dann müsst ihr das Pulver zu euch nehmen. Das heißt, ihr trocknet den, zerhäckselt den zur Pulverform und dann nehmt ihr jeden Morgen, ich sag jetzt mal, ich würd dann morgens, mittags und abends eine Messerspitze einfach das Pulver kauen und runterschlucken. Ja? Es gibt diese Präparate tatsächlich auch im Handel, wo Tramete, also Schmetterlingstramete, zu Pulver verarbeitet wurde und dann in diesen Kapseln ist. Ich weiß nicht, ob es diese Kapseln als Rohlinge in der Apotheke gibt. Dann könnt ihr die einfüllen und dann reinschmeißen, wenn da jetzt das zu Herpes. Ja, apropos Herpes, es hilft tatsächlich auch gegen Herpesviren. Ne? Also wenn ihr da mal so ein Problem habt und so, macht euch einen Tee davon, 2-3 Tage und ihr solltet euer Problem dann los sein. Also es ist wirklich, ich möchte gar nicht alles aufzählen, weil das findet ihr auf jeder Seite, das, wogegen dieser Pilz hilft. Ich bin der Meinung, mir reicht die Information, es ist ein Heilpilz. Und wenn ich diese Information habe, dann probiere ich das einfach für mich. Und wenn ich dann irgendwann mal eine Beschwerde habe, dann mache ich mir mal die Zubereitung, wie sie halt gesagt wird, und probiere das aus, ob es in diesem Moment hilft. Wenn es hilft, sage ich yes. Und wenn es wie so oft dann vielleicht doch nicht hilft, dann sage ich, ja, war mal ein Experiment. Viel passieren kann nicht, aber auch wie beim Chaga sollte man es nicht übertreiben, weil ich gehe davon aus, wenn man jetzt zu viel nimmt, kriegt man auch Durchfall oder andere Kopfschmerzen, denke ich mal, könnten auch möglich sein. Bei Überdosis, da würde ich dann auch ein bisschen gucken, dass es halt nicht zu viel ist. Zumal die Kopfschmerzen hier ja auch davon sein können, wenn es Schadstoffe ausleitet, dann muss es die ja irgendwie erstmal rausholen. Und Schadstoffe, die dann ins Blut geraten, also das hat man ja bei vielen Medikamenten, wenn ich dann etwas nehme, was diese herauslöst, dann befinden die sich in dem Moment auch im Blut. Ja? Und dann können sie natürlich, so sind sie im Fettgewebe eingelagert. Und ich merke es nicht, aber wenn sie dann aus dem Fettgewebe rausgezogen werden, dann besteht eine gewisse Gefahr, dass ich quasi von meinen eigenen Schadstoffen, die gerade abtransportiert werden sollen, in der Abtransportphase noch etwas merke. Ne? Und das ist halt deswegen nicht zu viel davon nehmen. Dosiert es erstmal wenig und dann guckt er mal, wie er damit klarkommt. Also ich habe wirklich fantastische Erfahrungen damit gemacht und ich kann das nur jeden ans Herz legen, sich darüber mal Gedanken zu machen. Ich empfehle jetzt hier nichts, sowas zu nehmen. Es gibt ja auch die Problematik, dass einige dieser Heilpilze problematisch sind bei Leuten, die Probleme haben mit Nierensteinen und so. Weil hier sind auch Stoffe drin, die natürlich Nierensteine bilden können. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob bei diesem Pilz, aber man sagt zum Beispiel beim Birkenpauling, dass der nur angewendet werden soll, wenn man jetzt keine Nierenprobleme hat. Ja, und das ist ja, wie gesagt, ein Medikament, das für alles hilft und nichts problematisch ist. Da wäre ich schon sehr skeptisch, ob das überhaupt funktioniert. Ne? Weil es geht ja immer darum, den Körper wieder in die Mitte zu bringen, ins Gleichgewicht. Und je nachdem, wo das Gleichgewicht verlagert ist, brauche ich natürlich etwas, was mich entweder zurück oder wieder vorholt. Und hier haben wir nämlich auch noch eine weitere interessante Funktion von den Pilzen. Ob ich jetzt den Chaga nehme, Birkenpolling, den hier oder auch den Zunderschwamm. Alles sehr ähnlich in dieser Wirkstoffkombination. Wenn ich zum Beispiel Kopfschmerzen habe, Kopfschmerzen können aus verschiedenen Richtungen kommen. Ja? Und der Körper ist nicht nur so, dass er jetzt nur aufgewühlt ist, sondern es gibt Teile vom Körper, die sind runtergefahren, dass der Blutdruck halt runtergefahren ist, aber ich trotzdem Kopfschmerzen habe. Das spricht so ein bisschen dafür, dass ich an manchen Stellen eine Überreaktion im Körper habe und an manchen Stellen eine Unterreaktion. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kopfschmerzmittel nehme, dann werden diese beiden Level beide runtergefahren. Das heißt, da wo ich sowieso schon down bin, wird nochmal ein bisschen runtergefahren. Das heißt, ich bin zwar die Kopfschmerzen los, aber insgesamt fühle ich mich immer noch schlapp.
Und hier haben die Pilze einen riesen Vorteil. Man weiß es nicht genau und man ist da noch immer forschend, womit es zusammenhängt. Das sind wahrscheinlich die Wirkstoffkombinationen, dass hier bei uns, wenn ich Kopfschmerzen habe wegen einer Überbelastung, wird diese Überbelastung reduziert an dem Ort, wo sie entsteht und gleichzeitig an da, wo ich mich down fühle, wird das Niveau angehoben. Und der Körper, also der Pilz ist in der Lage, unterschiedliche Reaktionen an den verschiedensten Stellen im Organismus zu machen. Wie gesagt, man weiß nicht hundertprozentig, wie die das machen, sonst hätte man schon wieder ein Medikament, aber ich schwöre euch, es ist kein einzelner Wirkstoff, sondern es ist garantiert eine Wirkstoffkombination, die in der Lage ist, sowas zu machen. Und das ist fantastisch, weil damit haben wir auf jeden Fall eine Reaktion, die relativ nebenwirkungsfrei auf uns wirkt. Und das ist halt so, deswegen Naturprodukte. Wenn ihr Naturprodukte haben könnt, nehmt sie. Und für uns ist es wichtig, wir haben mit Schadstoffen zu tun. Wie gesagt, ich habe schon ein Video gemacht, welchen Sprit nehme ich und sowas alles. Und das ist garantiert nicht der gesündeste. Ne? Aber selbst wenn ich den gesündesten Sprit nehme, bleibt ein Rechtsrisiko. Und das heißt, ich habe eine gewisse Umweltbelastung. Ich bin draußen und da in den Bäumen und so habe ich ständig irgendwas, was mich da beschäftigt. Wie gesagt, und da muss man auch ein bisschen was gegenhalten können. Und damit das dann auch ein bisschen länger geht und nicht nur 5 Jahre und dann können wir ja alle aussteigen oder so. Ja? Also, das ist mein Tipp heute, Schmetterlingstramete. Ich mache noch ein paar detaillierte Fotos, damit ihr auch seht, wie die aussieht. Ihr könnt es aber in jedem Pilzbuch nachsehen. Es ist ein fantastischer Pilz, in meinen Augen einer der besten, weil leicht zu bekommen. Den kann wirklich jeder finden, überall. Er wächst auf Laubholz, auf toten Laubholz und besonders lieb sind ihm abgeschnittene Baumstümpfe. Das heißt, Wurzel ist noch dran, Baumstumpf noch in der Erde, Stück guckt noch raus. Da wächst oftmals die Schmetterlingstramete. Richtig so in dieser Form, dass sie ganz viele so überlappend weggehen. Und ich habe mittlerweile hier, seht ihr ja selber, meine eigene Zucht. Das war ein Zufallsfund. Aber tatsächlich gibt es das auch zu kaufen. Ihr könnt wirklich bei einigen Pilzhändlern Präparate holen, um euch dann im Garten halt eure Laubbäume, Laubbaumholz da zu impfen und die Dinger selber zu züchten. Wie er sagt, ja, im Wald hier, Tschernobyl, bla bla, ist ja, muss man aufpassen, Radioaktivität. Aber ich sehe das so, die sind in der Lage, auch Teile von Radioaktivität aus dem Körper zu holen. Warum soll ich dann Angst haben, dass der das hier irgendwie so gespeichert hat, dass es mir schadet? Also, wie gesagt, die Versuche, die ich jetzt gemacht habe, die waren für mich so, so erhellend, dass ich gesagt habe, okay, selbst wenn, ich kann mir nicht vorstellen, dass es mich dann dadurch rauskickt. Ja? Das soll es erstmal gewesen sein. Wie gesagt, wie immer eine Aufforderung, nicht alles nachzumachen. Das mit der Schere, geile Idee, besser als mit dem Messer, weil die Dinger sind echt zäh und mit der Schere kannst du super das Ding bearbeiten. Und wie gesagt, hier, wenn ihr wissen wollt, welche Dosis, reicht hier so eine. So viel reicht eben aus für eine Tasse Tee. Vielleicht könnte es auch weniger sein. Ich nehme mal so viel. Mehr würde ich nicht nehmen, weniger auch. Also ich würde nicht weniger nehmen. Probiert es aus. Jeder soll sich da selber so ein Ding machen. Und wenn ihr dann eure Rituale habt, und ich schwöre es euch, wenn ihr da erstmal mit angefangen habt und ihr merkt, wie vitalisierend es ist, das wird euer Leben bereichern. Und das ist das Wichtigste. Ne? Und in dem Sinne war es das erstmal. Wie gesagt, keine Aufforderung, irgendwas nachzumachen, selber recherchieren, selber Gedanken machen. Das ist nur der Input, der Impuls für euch. Ihr seid selber erwachsen. Ich bin hier kein Arzt. Ich sammle meine Erfahrungen, gebe sie an euch weiter, was ihr daraus macht. Ich hoffe nur das Beste. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.